Hallo Leute, ich habe nach langer Zeit, weil ihr so sehr danach gefragt habt, endlich mal wieder meine Schwester dazu geholt und wir filmen heute ein ganz besonderes Video mit Wummel, denn heute machen wir die Asia Food Challenge und wir kochen heute Wummel! Also Leute, ich war letztes Mal wieder in einem ganz speziellen Asia-Laden und da gab es richtig geilen Scheiß, kann ich euch sagen. Also hier sind unsere ganzen leckeren Dinge drin, die ich eingekauft habe. Wir machen daraus ein kleines Spiel. Einer von uns muss immer die Augen verbunden haben und der andere muss demjenigen dann das Essen geben, von dem wir beide keine Ahnung haben, nach was es schmeckt und was es sein soll. Aber trotzdem muss der mit den verbundenen Augen dann erraten, was es ist. Und dann werden wir das Geheimnis auflösen und euch sagen, was es nun wirklich war. Denn es steht in Deutsch da hinten drauf auf so einem kleinen Etikett, aber das haben wir natürlich nicht gelesen. Let's go! So, Emmy, bist du bereit? Ich werde jetzt einfach in den Beutel reingreifen und irgendwas rausnehmen, was mir gerade in die Hand fällt. Aha, das sieht ja schon mal richtig interessant aus. So sieht das Ganze aus. Man kann sich ja im Grunde schon denken, was es ist, aber irgendwie dann doch nicht, wenn man hinguckt. Oh, es riecht aber gar nicht schlecht. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie ich das auseinanderkriegen soll, deswegen nehme ich jetzt einfach das ganze Ding raus. Auf die Plätze, fertig, los. Beiß ab. Schmeckt nach... Sag, was ist es denn? Kakao. Kakao? Kakao. Ekelhaft. Ihr mit bitter. Voll was, wo ich reinfugen kann. Nein, du musst es runterschlucken. Nein, das ist so ekelhaft. Vorhin musst du erstmal sagen, was es ist, Emmy, sonst hole ich dir gar nichts hier. Keine Ahnung. Es ist... Banane. Wie ihr ja bestimmt schon gesehen habt, steht Banane drauf. Allerdings sieht das ganze Ding nicht wirklich wie Banane aus, sondern eher wie ein Kackhaufen oder so. Auf jeden Fall ist es extrem klebrig und eklig und es schmeckt nach Kotze. Ja. Ich würde sagen, ich bin dran, oder? Wie lange ziehst du denn? So sieht das Ganze aus. Eins. Warte, wie kommt's denn? Na, du musst dann abbeißen. Okay, einmal. Ja. Er fühlt sich so an wie Rotze. Das schmeckt wie Fliegen. Die Fliegen, die im Sommer immer im Mund fliegen, wenn man Fahrrad fährt. Oh, mir ist voll eklig. Oh, Brötchenteig oder sowas. Okay, aber ich weiß, was es ist. Das ist, also ich weiß, wie die Verpackung aussieht. Ich weiß aber nicht, was es ist. Es ist dieses, ja, diese weichen Dinger sind das. Ja, genau. Diese Dinger sind das. Also hier steht auf der Verpackung hinten drauf, es sind Mochi. Der Geschmack ist Mungobohnen. Ja, nicht Mongobohnen. Und ja, im Grunde ist es eklig. Okay, ich würde sagen, Emmy ist mal wieder dran. Wir kommen zum dritten Lebensmittel. Oh, interessant. So sieht's aus. Ich weiß, man kann überhaupt nicht zuordnen, was das sein sollte. Aber auf jeden Fall sieht's sehr interessant aus. Bin wirklich mal gespannt, wie das schmecken wird. Vielleicht schmeckt es sogar gut. Es riecht wie Klebeband. das will ich gar nicht erst probieren. Ey. Das, vor allem, wie das schon aussieht. Also Leute, so hier sieht das aus. Man kann wirklich absolut nicht zuordnen, was das sein soll. Los. Emmy, du musst es erstmal kauen. Dann sag wenigstens, was es ist. Ach so, das soll es sein. Du musst kacken. Du musst das Wasser. Was hat es denn geschmeckt? Hat es nach Klebeband geschmeckt? Okay, Leute, ich versuch's jetzt auch mal. Das ist sauer. Ja, und das hatte ich die ganze Zeit. Oh! Es schmeckt wirklich sau eklig. Da steht drauf Pflaumen. Konservierte rote Pflaumen. Süßholz. Das hat doch geschmeckt wie Scheißholz. Konservierte rote Pflaume, ja? Das solltet ihr nicht probieren. Das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Auch nicht so eng. Okay, dann nehme ich jetzt mal das hier. Joey wird jetzt dieses merkwürdige Ding hier essen. So sieht das in kleiner Form aus. Bist du bereit? Ja. Oh, das ist doch wieder so eine Pflaume. Hast du das gehört? Also die Konsistenz ist wie hart gewordenes Kaugummi und es schmeckt nach Hühnchen. Also denke ich mal, dass es Hühnchen ist. Okay, also Leute, ich war richtig, es ist Huhn. Yeah! Es sieht nicht gesund aus. Also Leute, wie ihr sehen könnt, es ist vegetarische Essen, geröstet Hühnaroma. Mal sehen, was wir noch so Schönes hier drin finden, ne? Das hier. Okay, was ist das wohl? Das Ganze sieht so hier aus. Man könnte jetzt nach dem Bild denken, dass das da drin ist. Ist es aber nicht, denke ich mal, weil es sieht irgendwie nicht nach dem aus, was auf dem Bild drauf ist. Oh mein Gott, riecht das eklig. Es riecht wie ein noch älteres Klebeband. Joey, nein, ich will das nicht. Okay, Emmy, warte mal. Ich glaube, man darf das gar nicht essen. Na schön. Also Leute, ich glaube, nach dem Bildchen hier hinten zu urteilen, muss man diese Dinger in ein Glas machen und dann Wasser drauf kippen und danach das Zeug trinken. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen von dem Zeug hier rein. Sieht auf jeden Fall nicht sehr appetitlich aus. Vielleicht sollte man das doch nicht so machen. Los. Und?
schmeckt einfach nur süß und wie diese Pflaume. Also es schmeckt wie süßes Wasser. Isst mal so ein Stück. Nein. Los. Ich esse, das ist Zitronenschale. So Leute, und jetzt kommen wir auch schon wieder zum letzten Essen, was ich mitgebracht habe. Weil wir beide schon reingeguckt haben, wissen wir natürlich auch, was es ist. Und zwar ist es das hier. Wir gehen stark davon aus, dass es Seetang ist, weil es sieht so aus wie Seetang. Kommt aus Korea, riecht nach Fisch. Cheers. Schmeckt richtig nach Fisch. Krabben und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und das schmeckt genauso wie Krabbe. Wummel schmeckt es bestimmt richtig gut. Wummel schmeckt ganz gut. Ja, jetzt haben wir wenigstens einen coolen Snack für Wummel, wenn wir es schon nicht essen können. Womit steht heute drauf? Also Leute, wir können euch wirklich nur ans Herz legen, lasst die Finger von asiatischen Süßigkeiten oder von Seetang, vor allem aber von roten Pflaumen, denn die schmecken zum Kotzen. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen fetten asiatischen Daumen nach oben gebt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.